Ja, und wir sprechen gleich zuerst über die NATO, lieber Gerald Groß. Und zwar dieser Beitritt Finnlands als 31. Mitglied. Ist ja schon länger bekannt, dass das passieren wird. Schweden und Finnland fühlen sich bedroht durch den russischen Nachbarn. Immer schon in der Vergangenheit, zuletzt durch den Ukraine-Krieg noch mehr. Glaubst du, es wird hier eine entsprechende Reaktion von Russland geben, jetzt nachdem dieser Akt vollzogen ist und sie tatsächlich Mitglied sind? Was bedeutet das auch für die Zukunft der Beziehungen zwischen NATO und Russland? Eine Reaktion Russlands ist nicht auszuschließen, denn auf jede Aktion erfolgt eine Reaktion. Aber wir erleben derzeit die Wiederholung eines Fehlers, der konsequent seit 20, 30 Jahren auf unserem europäischen Kontinent gemacht wird. Als die Berliner Mauer gefallen ist, als sich die Sowjetunion aufgelöst hat, als quasi der Warschauer Pakt endgültig der Geschichte angehört hat, hat es Verhandlungen gegeben auf internationaler Ebene mit US-Außenminister James Baker, mit Helmut Kohl beispielsweise, mit George Bush Senior. Und dort wurde im Gegenzug, dass sich die UdSSR zurückzieht, der Ostblock in Wahrheit zusammenbricht, versprochen, dass sich die NATO no inch more, keinen Meter über die Grenze der Berliner Mauer hinaus erweitert. Die letzten 25 Jahre hat sie sich erweitert, trotz des ständigen Protestes von Russland. Und hat daher auch einen Anteil an jenem Konflikt, der in der Ukraine seit 2014 schwelt und der voriges Jahr in einem Krieg gemündet ist. Und einen Fehler fortzusetzen, das halte ich für dumm, fahrlässig und brandgefährlich. Wenn wir also auf dem europäischen Kontinent sehen, dass die US-Außenpolitik niemals unsere europäische Außenpolitik und Sicherheitspolitik sein kann und wir eben nicht die Marionetten weder des Kremls noch des Oval Office sein sollten, dann vollzieht man heute einmal mehr den Fehler, den man in Wahrheit vor 25 Jahren das erste Mal begonnen hat. Und daher wird sich dieser Konflikt, den wir auch mit Russland haben, nicht entschärfen, solange wir in Wahrheit auf dem gleichen Trip draufbleiben, unsere Fehler nicht einzubekennen und nicht auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass wir eigentlich einen Frieden in der Ukraine schließen und Russland in eine europäische Sicherheitsarchitektur hereinzuholen, anstatt die Russen ständig hinauszustoßen. Dann werden wir immer Konflikte mit Russland haben. Also keine guten, du siehst keine gute Zukunft, was das betrifft, jetzt durch diesen Beitritt. Naja, ich sehe keine gute Vergangenheit der letzten 25 Jahre. Also warum soll ich auf Basis des Wissens des fortgesetzten Fehlers eine gute Zukunft sehen? Aber vielleicht, was hätte man sonst machen sollen, wenn diese zwei Länder, die sich natürlich auch begründet aus der Geschichte bedroht jetzt sehen durch Russland, was hätte man sonst tun sollen von Seiten der NATO, um denen das Gefühl der Sicherheit zu geben, wenn man gesagt hat, wir nehmen euch nicht auf? Das wäre auch schon nicht einfach gewesen. Aber mit Verlaub gesagt, quasi ein Schreckgespenst an die Wand zu malen, wo jeder weiß, dass es irreal ist, um dann damit zu begründen, dass man unter die Bettdecke der Amerikaner schlupft, das erkennt ja selbst jeder Blinde und Buckelte und Hatscherte auf dem Kontinent, mit Verlaub gesagt. Kein Mensch glaubt doch, dass Putin jemals einen NATO-Staat angreift. Es gibt keinen Hinweis, dass er die letzten 25 Jahre einen NATO-Staat angegriffen hätte. Und es gibt auch keinen Hinweis, dass er europäische Staaten der Europäischen Union, die ja auch die Beitrittspflicht sieht, die Beitrittsgarantie, das dürfen wir nicht vergessen, wie zum Beispiel Schweden angegriffen hätte. Also quasi den Konflikt zweier russischer Brudervölker, und das sind sie, die Ukraine und Russland, herzunehmen, um quasi in Zukunft Joe Bidens Marionette in Europa zu sein, kann man. Man braucht sich aber nicht wundern, dass heute die europäischen Länder und Bürger nicht auf den Straßen stehen und sagen, super, habt ihr das wieder gemacht, wenn sich alle in Wahrheit nur mehr an den Kopf greifen und sagen, ja, sind denn unsere Eliten, ist unsere Führung schon so zukunftsvergessen, dass sie nicht einmal erkennen, welche Fehler sie die 20 oder 25 Jahre gemacht haben. Und wir werden in einem Jahr wir beide ein Interview führen, solange uns der liebe Gott die Chance dazu gibt, bei guter Gesundheit. Und dann wird es heißen von genau denselben Staats- und Regierungschefs, ja, das war halt ein Fehler vor ein, zwei Jahren. Das hat man ja nicht besser gewusst. Siehe Corona, dasselbe. Ja, man hat es besser gewusst, weil es Menschen gibt in Deutschland, alle Schwarzer, Sarah Wagenknecht, Papst Franziskus, Henry Kissinger, US-Außenminister unter Nixon, weil es Menschen gegeben hat, die davor gewarnt haben. Im Übrigen auch Donald Trump. Genau, auf den wollte ich zu sprechen kommen. Der hatte mich auch vor kurzem auch gemeint, mit ihm wäre es zu diesem Ukraine-Krieg gar nicht erst gekommen. Und Donald Trump hat aber jetzt seine eigenen Probleme. Heute die Anklageverlesung in Manhattan, in New York. Da wird ihm etwas vorgeworfen.